und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Grives Mühlen TV. In dem Haus der August-Bebel-Straße Nummer 3 fand dieses Jahr am Nikolaustag das Weihnachtsbasteln statt. Und wir waren für Sie live dabei. Thank you.
Liebe Zuschauer, jetzt zeigen wir Ihnen einen Film vom Kinder- und Jugendparlament. Das Jugendparlament gibt es 2012. Das war aus einer Initiative der Bürgerschaft entstanden. Das Kinder- und Jugendparlament ist eine Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche und hilft auch denen bei allen Belangen, sei es für Spielplätze oder Veranstaltungen, Schulen oder ähnliches. Es ist hauptsächlich in Wismar aktiv und jeder zwischen 9 und 19 Jahren kann im Kinder- und Jugendparlament mitmachen, solange er in Wismar zur Schule geht oder in Wismar lebt. Gewählt werden die Kandidatinnen, die sich aufgestellt haben im Vorhinein zu den Wahlen, die sie ja im Alter zwischen 9 und 19 Jahren sind. Und die werden halt von ihren Mitschülern sozusagen gewählt und dann können sich als aktive Mitglieder dadurch dann im Kinder- und Jugendparlament engagieren, denn die ersten 20 Gewählten, die sind dann Mitglieder und die nicht gewählt wurden, die nicht reingeschafft ist, nicht sozusagen reingeschafft haben, die sind dann beratende Mitglieder. Bei den Kindern und Jugendlichen, die mitmachen, ist das Interesse sehr, sehr groß. Wir haben sehr viele engagierte und aufgeweckte Kinder und Jugendliche, die bei uns mitmachen. Es ist aber für uns immer nur schwierig, zu den Wahlen jemanden zu finden. Aber sobald die Kinder und Jugendlichen begeistert sind, haben wir einen sehr großen Stamm, der sehr gerne mitmacht. Hallo, ich bin Tim. Ich bin seit 2017 im Kinder- und Jugendparlament der Hansestadt Wismar und freue mich, dass ich wieder gewählt worden bin, weil es macht Spaß, dabei zu sein. Also ich würde mich freuen, mehr einzusetzen und mehr die Interessen der Kinder und Jugendlichen stärken. Ich war letztes Jahr, auch durch Corona, da habe ich nicht so viel gemacht. Und das tat mir auch so leid, deswegen möchte ich versuchen, mich dieses Jahr und die nächsten 2 Jahre mehr einzusetzen. Ich bin Paula Stemmler, ich bin jetzt seit 2021 die Vorsitzende des Kinder- und Jugendparlamentes. Ich bin 16 Jahre alt und gehe aktuell noch in die 12. Klasse zur Schule. Das bedeutet, ich absolviere jetzt auch dieses Schuljahr mein Abitur. Also der ausschlaggebende Grund dazu waren auf jeden Fall meine Geschwister. Die haben angefangen, eine Wahlperiode vorher einzusteigen. Und ich war halt etwas zu jung am Anfang und bin deswegen eine Wahlperiode später eingestiegen und habe jetzt dementsprechend mich auch schon weitere Jahre und Wahlperioden aufstellen lassen. Und es macht mir einfach extrem viel Spaß. Das ist halt eine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die einfach auch so einen Ausgleich zwischen der Schule und mir schafft. Moin, ich bin Tim Eigendorf, ich bin 20 Jahre alt und studiere an der Hochschule Wismar Bauingenieurwesen und bin nebenbei noch beim Stadtjugendring in der Betreuung unter anderem vom Kinder- und Jugendparlament tätig. Ich bin hauptsächlich für die Arbeit im Hintergrund zuständig, also die Unterstützen der Kinder bei den, wenn es um Einladungsschreiben geht, um formelle Sachen, um Organisation, Terminabstimmung, viele so organisatorische Sachen, Treffen organisieren, Informationen weiterleiten, all sowas. Veranstaltungen, die wir zum Beispiel mit organisieren, sind Schwedenfest oder Hafenfest oder auch der Weltkindertag, an dem wir unseren Stand haben. Auch bei der Hanseschau sind wir mit unserer Jugendbühne in der Regel immer dabei. Aber wir haben zum Beispiel auch unsere eigene Wahl, die wir ja alle 2 Jahre organisieren als Veranstaltung. Ich finde, das Cube arbeitet so, wie es aktuell ist und auch in der letzten Wahlperiode gemacht hat, sehr gut. Sie setzen sich viel für die verschiedenen Altersgruppen der Kinder ein, haben viele Ideen. Sie haben ihre AGs Freizeit und Soziales, Vernetzung und Umwelt. Und das sind eigentlich auch 3 wichtige Themen, die alles abdecken. Also ich finde es zum Beispiel sehr wichtig für die Freizeit. Spielplätze sind ganz wichtig, dass die instand gehalten werden, gewartet werden, dass da geguckt wird, um eben auch Jüngere anzusprechen. Dann für die Älteren wäre eher ein Thema die Feier- und Partykultur in Wismar. Umwelt ist auch aktuell ein Riesenthema und Vernetzung ist auch immer wichtig, Vernetzung haben wir auch. Es ist auch wichtig, dass die Kinder Austausch haben. Ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, denen die sich widmen können.
aber da sind Sie auch schon gut dabei. Also ich freue mich vor allem da draußen, dass sich unser Bürgermeister für uns die letzten Jahre eingesetzt hat, dass er uns zugehört hat, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Das freut mich am meisten, dass er mit uns gearbeitet hat und auch an die Politiker, die haben auch mit uns geredet. Danke nochmal, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Das bedeutet mir auf jeden Fall sehr viel. Ich finde es einfach toll, Menschen helfen zu können, auch gerade jetzt den Kindern und Jugendlichen der Hansestadt Wismar, einfach nur, weil die auch mich gewählt haben und auf mich zählen. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, eine neue Folge Grevesmühlen TV kommt.